Mein zweites wichtiges Ziel für diese Stadt ist das Thema Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung. Eine gut funktionierende Wirtschaft ist Grundvoraussetzung für sichere Arbeitsplätze an einem Standort, für Wohlstand, für auskömmliches Leben und für sozialen Frieden. Und das muss man sich klar machen, das hat eine große Bedeutung für diesen Standort. Deshalb ist es mir auch wichtig, für die Wirtschaftsunternehmen in unserer Stadt da zu sein. Nicht nur für die Großunternehmen. Die brauchen unsere Unterstützung sicherlich am wenigsten, weil sie viele Strukturen haben und eigene Ideen haben, wie sie sich aufstellen werden. Aber die kleinen und mittelständischen Betriebe an unserem Standort brauchen unsere Begleitung und unsere Unterstützung. Ich halte es für enorm wichtig, dass man auch die bestehenden Unternehmen regelmäßig besucht, dass man nicht nur danach schielt, neue Unternehmen nach Bremen zu holen, sondern gerade auch den Bestand pflegt, dass man darauf reagieren kann, wenn Unternehmen Abwanderungstendenzen zeigen, dass sie möglicherweise das Problem haben, sich am Standort nicht mehr entwickeln zu können, dass sie Expansionsflächen benötigen, aber auch möglicherweise Probleme haben, dass sie mal in eine Schieflage geraten etc. Ich denke, da ist es auch wichtig, dass sie in der Verwaltung und in der Stadt und vor allen Dingen auch in ihrem Bürgermeister oder ihrer Bürgermeisterin einen verlässlichen Partner an der Seite haben. Wir müssen in der Verwaltung Strukturen schaffen, dass die Wirtschaftsunternehmen nicht von A nach B geschickt werden, sondern einen Ansprechpartner haben. Man sagt in Unternehmen sagt man das One Face to the Customer Prinzip. Das halte ich auch in der Verwaltung für ganz wichtig, dass einer in der Verwaltung die Dinge, die zu erledigen sind, für das Unternehmen als Dienstleister erledigt. Eine Stadt ist nichts anderes wie ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich bin als Bürgermeisterin in der Funktion des Geschäftsführers dieses Wirtschaftsunternehmens. Das heißt, ich habe die Verantwortung, klare Ziele vorzugeben und natürlich auch das Erreichen dieser Ziele nachzuweisen. Wie in jedem anderen Unternehmen auch. Und am Ende muss ich das meinen Bürgerinnen und Bürgern nachweisen, denn sie sind eigentlich die Aktionäre oder auch, wenn man es anders betrachten möchte, die Kunden unserer Verwaltung, unseres Dienstleistungsunternehmens Grevenbroich. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man dort einen Paradigmenwechsel vornimmt und dass man wegkommt von dem, die Stadt verwaltet, sondern die Stadt gestaltet. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und das ist auch ein Punkt, den ich ganz intensiv verfolgen werde. Ja, die Stadt produziert ja nicht selber. Das ist so. Und eine Stadt kann dann eigentlich nur als Dienstleister für die Wirtschaft, für die Bürgerinnen und Bürger auftreten. Das ist ja auch ihre originäre Aufgabe. Und ich wünsche mir, dass unsere Verwaltung Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist. Das ist mir ganz wichtig. Wir müssen sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen haben zu unserem Rathaus, zu unserer Verwaltung. Sie müssen gerne ins Rathaus kommen. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie willkommen sind, dass man ihnen gerne zur Seite steht und gerne hilft und nicht, dass sie stören. Das möchte ich nicht mehr in diesem Rathaus. Ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger wirklich, ja, das Gefühl haben, wir sind für sie da und wir kümmern uns.